Hallihallo allerseits und ein herzliches Willkommen zurück. So, knappe 300 Meter noch bis zum letzten Alienturm. Ja, ich hoffe einfach mal, dass wir das packen, dass wir den auch noch kaputt bekommen. Dann hätten wir nicht alle Alientürme Schrott. Dann würde ich sagen, hauen wir nicht erstmal wieder ab Richtung unserem Bunker. Damit wir hier da dann ganz in Ruhe erstmal speichern können. Dann können wir nicht vielleicht auch nachschauen, was wir bereits wieder so an hier... Oh, hier sind Zombies. Und nicht gerade wenig. Da sind zwei, da hinten kommt auch nochmal einer. Da kommt noch einer. Na gut, komm. Auf geht's. Und zack. Los, komm her. Na, komm. Und batz. Ich meine, da ist eigentlich so ein ganz bisschen schade. Da fehlen nochmal so ein paar Animationen, ne? Da rechts sind auch nochmal ein paar Zombies. Gucken, vielleicht können wir die auch ein bisschen umlaufen hier. So, knappe 100 Meter. Da ist er. Das letzte Türmchen. So, keine Gegner an Sicht. Dann auch nicht lange aufhalten hier. Zack, schnell. Los, bring den schnell an, den Sprengsatz. Okay, Sprengsatz scharf. Zurückziehen. Zack. Hardware plus 25. Gut. Also wenn ich mich nicht richtig irre, müssten das alle gewesen sein. Den hatten wir. Ihn hatten wir. Ihn, ihn und ihn. Das waren alle fünf, oder? Aber ich glaube irgendwie so hier... Also da hat er nichts irgendwie hier... aktualisiert oder so. Hm. Keine Ahnung. Vielleicht ist das auch quasi so eine sich regelmäßig wiederholende Quest, dass man die mehr oder weniger immer wieder machen kann, ne? Um da reichlich Hardware zu bekommen. Oder es gibt noch irgendwo welche versteckt, obwohl natürlich da ja bei der Quest in Klammern extra steht, wie heißt es, hier auf der Karte zu finden. Naja, was soll's. Wir haben sie Schrott erstmal. Das ist schon mal ein kurzer Zwischenstep, was wir da geschafft haben. So, komm, jetzt zurück zum Auto. Dann würde ich sagen, wie gesagt, ich dachte gerade, da stehen jetzt welche beim Auto. Diese komische Pflanze da hinten. Oder wir machen... Mal ganz kurz gucken, den können wir eben aufheben, den Waypoint. Wir machen nochmal einen ganz kurzen Abstecher hier so zum Sheriff. Gucken, ob wir da noch ein bisschen was an Sachen finden. Müsste jetzt ja gleich hier rechts schon kommen. Der ist schon hier rechts, da so. So, einmal hier. Mal hier so um den Sheriff drumherum ein bisschen aufräumen, ne?
ersparen wir uns das hier komplette Gekämpfe wieder. Na, er steht noch. Dann nehmen wir noch ein bisschen Anschwung hier. So, und jetzt. Gut. Hier haben wir auch noch einen Skin liegen. So, ein bisschen Alkohol. Noch ein bisschen. Oh, da liegt auch noch was. Nochmal Hardware. Na, was ist denn jetzt los? Ruhig auch einmal. Eine verdächtige Ruhe. Ah, sie geht aber bereits wieder. Ah, nochmal ein bisschen Muni. Sehr schön, schon 47 Schuss. Ist ja schon mal ein bisschen was, ne? Ah, hier ist nochmal was für die Shotgun, genau. Wäre natürlich auch geil, wenn wir mal so eine Schrotflinte finden würden. Gibt es wahrscheinlich auch noch irgendwo. Irgendwo muss sie noch versteckt sein. Die muss noch irgendwo versteckt sein. Das wäre natürlich dann nochmal so die Steigerung. Ne? Dann kriegst du da endlich mal ein bisschen mehr was, also was mit ein bisschen mehr Wumms. Hey, wo kommst du denn weg? Kumpel, hä? Zack. So, auch erledigt. Nochmal ein Skin. Noch ein Skin. Wieso verschwinden diese Leichen eigentlich komischerweise schon wieder nicht? Normalerweise verschwinden die auch immer relativ schnell. So, einmal schauen. Da sind wir jetzt. Wollen wir hier unten mal gucken gehen, ob wir da vielleicht noch ein bisschen was reichlich an Essen finden? Müssen wir in die Richtung? Ja, ne? Dass wir da noch einmal schauen. Vielleicht bekommen wir da noch ein bisschen mehr zu essen. Und dann könnten wir nämlich hier langsam Richtung Basis zurück. Also Richtung Bunker. Ich weiß auch nicht. Ich habe damals ja gelesen in dieser Spielebeschreibung, dass es auch die Möglichkeit gibt, sich selber Essen und sowas anzupflanzen. Vielleicht wäre das natürlich der, in Anführungszeichen, sinnvollere Weg gewesen, ne? Da jetzt mal in die Richtung zu gehen, damit man ein bisschen mehr Nahrung bekommt. Was nie auch einmal passiert. Da war aber jetzt hier ein kleiner Ruckler drin. Okay, ein Stückchen ist es noch. Ich weiß nicht mehr, wo damals dieser blöde Alien-Turm auf einmal war. War es hier schon? Ne, ne? Doch, hier muss irgendwo gleich die Straße kommen. Hier links. Okay. Irgendwo hier um der Kurve oder so. Und da auf einmal, zack, batz, da war Standard da, direkt vor uns. Wie fällt unser Wagen eigentlich noch aus? 55%. Okay, das muss noch reichen. Man weiß ja nie, nicht, dass hier gleich wieder irgendwie welche steht. Boah, das meine ich nämlich. Und auf uns draufballern. Ja, kommt, kommt, kommt. Kommt, kommt. So, es geht mal ein bisschen näher zusammen, ihr Säcke. Machen sie nicht. So, den haben wir erwischt. Den haben wir erwischt. So, einer noch. Okay. Das waren erstmal die drei.
So 88 Gesundheit noch. Komm, einmal schnell diese Skins hier. Wo sind sie? Hey, wieso kriege ich hier keinen Skin? Wo habe ich den schon bekommen, wenn ich die töte, so gesehen? Aber eigentlich müssten die auch diese Skins hier haben, oder? Das ist auf jeden Fall richtige Roboter. Also sind jetzt nicht irgendwie solche hier Aliens, wie man sie aus dem Film Alien bekommt. Ist er jetzt schon wie automatisch eingestiegen hier? Wie komme ich hier jetzt raus? Gar nicht, aber... Ich steig mal aus hier. Ah, jetzt. Ja, mit so ein ganz paar Bugs hat man noch zu kämpfen hier, aber... Ich sag mal so, es ist überschaubar. So, kann man hier jetzt so rein? Oh, wimmelt es hier noch mehr von... Fahren jetzt vorsichtshalber einmal drumherum. Ne, scheint... Oh, Entschuldigung. Einmal ein robustes Gebäude. Ach, ich habe Motor vergessen auszumachen. Den will ich auf jeden Fall noch schnell ausmachen. Sieht schon cool aus, ne? Hier so guckt so. Hat auf jeden Fall was, das Gebäude. Schnell ein Apfel. Noch ein Apfel. Da liegt auch noch Essen hinter. Hier liegt noch mal irgendwie Chicken. Oh, hier vom Revolver noch ein bisschen Muni. Sehr schön. Crackers. Hier hat es auf jeden Fall jemand erwischt. Eine Mine. Minen sind immer gut. Oh, und da liegt, glaube ich, auch nochmal Tank, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, ich würde sagen, den Tank heben wir gleich auf. Dann füllen wir gleich erst einmal den Wagen auf. Hey, komm her. Ja, dann füllen wir gleich den Wagen auf und dann hier holen wir anschließend den Tank hier nochmal. Weil ich weiß nicht, wenn ich den jetzt aufnehme, ob der dann noch da ist oder ob der dann in Anführungszeichen einfach verschwindet. So, komm mal her. Da, tank mal nach. Ich meine, das sieht so ja schon gut animiert aus, ne? Wie er das macht. So, jetzt haben wir nämlich wieder 87%. Dann holen wir jetzt den anderen Tank da noch eben. Ja, und ich würde sagen, können wir wieder abhauen hier. Da haben wir, glaube ich, das, was hier zu holen war, rausgeholt.
Ist das hier eigentlich noch eine Glastür oder wie sieht das aus? Da sind nicht die Griffe noch. Scheint so, ne? Erstmal so mehr als Glastür gedacht war, man das vielleicht nicht ganz hinbekommen hat und dann doch noch eine andere Tür da von außen davor gesetzt hat. Gut. So, Motor an. Richtung Bunker. So, wir fahren auch lieber darum. Ich habe nicht keinen Bock da hinten lang. Nachher hänge ich da wieder an irgendwie so ein Steinchen oder sowas fest. Das will ich einfach nicht riskieren. Was war das? Das klang ja fast wie so ein Geschoss oder so, ne? Hm. Keine Ahnung, nichts wie weg hier. Mal ganz kurz gucken. Wir sind jetzt. So, okay, wir müssen jetzt mal theoretisch bis zu der Kreuzung. Ist das überhaupt richtig? Ja. Da müssen wir Esim hin. Dann können wir nicht rechts ab. Dann geht's Richtung Bunker. Ja, im Bunker können wir dann echt nachschauen, was jetzt hier forschungstechnisch da gemacht werden kann. Dass wir da ein bisschen vorankommen. Ich würde nämlich ganz gerne, wie gesagt, ihr seht einmal da dieses eine da noch in dem Survival Screen. Oh, wo kommen die denn her? Der war zu langsam, Jungs. In dem Survival Screen machen. Ich sehe noch so ein Fahrzeug mitten hier auf der Straße. Da lagen irgendwie Klamotten. Ja, im Survival Screen machen, dass hier, wir da vielleicht hinkommen, dass wir echt da weitermachen können und ins Labor reinkommen. Und dann würde ich anschließend ganz gerne wirklich zusehen, dass wir vielleicht nahrungstechnisch da irgendwie auf den Shelter erstmal gehen, dass wir da ein bisschen weiterkommen. Explosives lang schon wieder da, ne? Ach ne, das war ja auch, glaube ich, bevor wir gestorben waren, ne? Wo es uns verlassen hat, als wir die geholt haben. So, hier geht's hoch. So, und hier müsste jetzt gleich unser Bunker kommen. Ja. Das sieht gut aus. Ach, vergessen Motor ausmachen. Das vergesse ich komischerweise jedes Mal. So, 7% Sprit haben wir gebraucht von da hinten. So, einmal rein hier in die gute Stube. So, und erstmal das Allerwichtigste hier. Safe completed. Sehr schön. Was sagt unser Filter? Ach, der sieht auch richtig gut aus. Sagt der? Der sieht auch noch gut aus. Okay. Forschungstechnisch. Was können wir da jetzt machen? Survival. Haben wir dafür jetzt genug? Ja. Dann würde ich sagen, auf geht's. Countdown. 2 Minuten. Ja, dann bin ich gespannt hier, ob dann noch ist, wir kommen Unlock Level 2 wahrscheinlich. Die Analyse hier, die könnten wir dann auch mal machen. Ach, wie gesagt, das ist ärgerlich, dass du brauchst so viel Nahrung die ganze Zeit dafür. Sonst würde ich nicht sagen, geht mal als nächstes wirklich erstmal hier drauf und guckt, vielleicht gibt es hier dann irgendwo, dass man sich Nahrung anbauen kann oder so. Weil das ist schon heftig, was man hier irgendwie an Nahrung benötigt. So, jetzt mal ein paar Batterien noch hier rein. Da kann da noch mit rein. Essenstechnisch eben gucken, ob wir ein bisschen was hier lassen. So, ich würde sagen, immer so eine Spalte runter, so für Essen ist in Ordnung. Bandagen, Filter.
Okay. Was haben wir sonst noch so? Hardware haben wir jetzt schon 138. Das ist 139. Mikroskop haben wir noch gar nichts. Ration. Bockratten. Alien Hardware. Zweimal. Also haben wir eben auch keine bekommen, wo wir die gekillt haben. So, was sagt er? Wie lange braucht er noch? 34 Sekunden. Ja, die haben wir wohl noch, die 30 Sekunden. Dann haben wir das nämlich soweit erforscht. Müssen wir hier noch irgendwas machen, ne? Ist noch alles gut. Unsere Rüstung ist auch noch so gut wie komplett. Filter haben wir auf 34 Minuten. Na gut, da könnten wir vielleicht bald ein bisschen mal was machen, ne? In your journal by pressing J. Ja, machen wir gleich mal. Read. Analyse completed. Sehr schön. Ach, Tatsache, jetzt musst du das erst noch wieder freischalten. Dafür brauchst du auch noch wieder 10 Nahrung. Ah, wir sehen leider noch nicht, was da alles gibt, ne? Schade, schade. Na gut. Das kriegen wir auf jeden Fall noch raus, was wir da brauchen. So, was haben wir noch an Sachen? Wir bräuchten auf jeden Fall nahrungstechnisch noch. Wir gucken einfach mal, ob wir hier oben schon wieder ein Respawn haben, beziehungsweise ein Reset, dass da hier schon wieder Essen drinne liegt. Vielleicht kriegen wir hier dann nochmal ein bisschen Essen, so dass das ausreicht, dass wir auf hier 10 Essen kommen, dass wir das anlocken können. Hardware. Hier ist nochmal ein Apfel. Ich schätze mal, es setzt sich echt zurück jedes Mal, wenn man das Haus so gesehen verlässt. Also den Bunker. Wenn man aus dem Bunker rausgeht und wenn man dann wieder reingeht, dann wird es wieder zurückgesetzt. Da ist noch Essen. Auf jeden Fall hier mitnehmen. Hier ist auch nochmal Essen. Gut, dann gucken wir das andere Haus hier noch einmal schnell rein. Da müsste ja auch noch ein ganz bisschen was sein. Vielleicht haben wir ja Glück, dass das letzten Endes ausreicht. Hier haben wir nochmal Käse. Was liegt da noch? Nochmal ein Apfel. Ah, mit ein bisschen Glück könnte es reichen. Da haben wir nochmal Käse. Oder was war das? Ich glaube wohl. Nochmal ein Messer. War hier oben nochmal. Oh, die Sicht, ey. Ein Toaster. Das Problem ist, ich kann ja auch auf, so auf First Person ändern. Dann ist allerdings, ja, siehst du halt ein bisschen besser. Dafür hast du das Problem, dass du dann diese gelben Marker voll schlecht siehst. Und außerdem durch dieses Gewackel und Gezurre, guckt euch das mal an. Selbst wenn ich still stehe, da wirst du irgendwann ja hier besoffen von, wenn du da die ganze Zeit so rumrennst. Boah, ne, das kann ich nicht. Gut, ich glaube, sonst ist hier auch nichts mehr. Wie viel haben wir denn jetzt? 11, müsste ja reichen. 11 Rationen. Gut, komm, runter hier. So, plupp, Survival, Unlock. Start Upgrade. Completed. Sehr gut. So, was können wir hier? Crowbar können wir bauen. Vitality 2. Stamina 2. Den können wir noch nicht. Das können wir auch noch nicht. Ja. 5 Rationen. Gut.
Aber wir wissen, wir können es freischalten, ihr Lieben. Ich würde sagen, wir speichern jetzt nochmal. Zack. So, dann besorgen wir uns die 5 Nahrung und dann kann es losgehen. Dann können wir das erforschen. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin jetzt mal. Ciao, ciao.